Ja, hallo, hallo, meine Astra Militarum Armee, die ich letztens beim Turnier gespielt habe. Ich habe es ja angekündigt, ich werde es jetzt nochmal genommen auch vorstellen. Heute wird es das nächste Spiel wieder mit Custode sein, heute, und da werde ich dann auch nochmal für 3 Spiele mehr Zeit, Bilder oder Videos zu machen. Da werde ich ein bisschen mehr zeigen. So, was haben wir hier? Ich werde kurz erklären, was ich alles habe, und dann ein bisschen die Strategie erklären, und dann nochmal ein bisschen auf die Turnierspiele eingehen, was da so passiert ist. Das ist eigentlich sehr panzerlastige Liste mit 2 Rogaldorn. Geht noch mehr, nächste Liste wird noch mehr Panzer haben. Einem Vanquisher, der ist ein bisschen unbeliebt eigentlich, aber ich finde den super. Der pustet halt, manchmal hat er ein bisschen Pech, aber im Zweifel pustet er halt alle möglichen Fahrzeuge ziemlich schnell weg. Eine Basilisk, die war vor allem nach dem Spiel gegen Orks, hatte ich die gekauft, weil ich dachte, ich will da die hat ja die Fähigkeit, dass Infanterie stoppen kann, oder beziehungsweise die kriegt 2 Abzug auf Bewegung, 2 Abzug auf Advance und 2 Abzug auf Charge. Das heißt, die machen sozusagen gar nichts mehr im Zweifel. Und das ist eine recht nützliche Fähigkeit, die ich einfach bis jetzt in meiner Armee so noch nicht hatte. Dann haben wir hier 2 Scout-Sentinels, die haben die Waffe irgendwie verloren. Die sind Laserkanonen und 2 mit Raketenwerfer, dem fehlt da auch eben. Die sind ein bisschen reparaturbedürftig mittlerweile leider. Ein Infanterie-Squad mit 2 und ein Command Squad. Command Squad sind die mit den Barretts hier. Und 2 Mörser, die halt einmal beim Infanterie-Squad, einmal beim Command-Squad dabei sind. Interessant hier, der Command, der Sergeant vom Command-Squad, der kann eine Plasmapistole und ein Energieschwert haben. Warum auch immer. Aber das ist halt, sollte man, kann man nutzen, muss man sich halt überlegen, wie man die baut. Da muss man halt dann entscheiden treffen, ob ich den Sergeant als als Cadian einsetzen will, dann kann ich das nicht machen. Wenn ich ihn als Infanterie-Squad einsetzen will, dann kann ich das machen. Das heißt, als Cardianer kann er dann die Dramfett-Autogun haben. Muss man sich halt überlegen, was man möchte. Infanterie-Squad, weil ich da die Mörser doch dazu nehmen konnte. Die können ein bisschen aus der Sicherheit von hinten sozusagen noch wirken. Und mit den 3 anderen Mörser, die ich noch habe, kann ich die immer Field of Fire auf jede feindliche Einheit legt, die schießen erst, die müssen halt einen Schuss treffen, aber ja. Und die können dann mit Field of Fire zurückschießen, dann alles andere kriegt eines mehr Armor-Penetration, was ganz nützlich ist in manchen Kämpfen. 2-mal Dschungelkämpfer, die sind da so aufgebaut, dann haben wir einmal einen Scion-Trupp, nochmal 2 Scout-Sentinels mit Raketenwerfer, habe ich glaube schon erwähnt, aber egal. Ich hatte ja ursprünglich einen Raketenwerfer gebaut, und Raketenwerfer sind, glaube ich, nicht so die beste Waffe. Vorteil ist halt, die sind heavy und treffen dann ein bisschen besser, wenn sie stehen bleiben. Und können in der Theorie zumindest alles bekämpfen: Infanterie oder leichtere Einheiten mit ihrer Blastwaffe und stärker gepanzerte Ziele mit ihrer panzerbrechenden Rakete. In der Theorie, praktisch ist das jetzt nicht so mega erfolgreich. Vorteil aber von Scout Sentinels ist, die haben halt Scout Sentinels, die können Ziele markieren, dann können 1er regerollt werden. Und die Artillerie kriegt keinen Abzug auf indirektes Feuer. Heißt, gerade mit Artillerie ist das eine super Kombination, die Scout Sentinels und die sind Regiment. Das heißt, man kann sie wiederholen, wenn sie zerstört werden mit Reinforcement. Und auch Regiment, auch zum Beispiel der Platoon Commander kann den Sentinels Befehle geben, das heißt, da treffen sie nochmal besser zum Beispiel oder können sich mehr bewegen. Ich habe zwar jetzt gar keine Panzerbefehle drin, das war so bei der Armee, wo ich sage, nämlich mein Lord Solar, diesmal habe ich ganz Boost nicht reingenommen, weil ich sage, okay, wenn ich einen Lord Solar habe, der kostet schon mal 125 Punkte, dann kann ich den nachher alleine rumrennen lassen, dann brauche ich noch einen Command Squad, noch einen Infanterie Squad. Und dann bin ich bei so, habe ich wieder so viele Punkte ausgegeben, da kann ich lieber noch einen Panzer kaufen. Das war so ein bisschen eher die Idee. Weniger Wasserkopf, mehr Feuerkraft war so die eine Idee von der Armee zumindest. Und dann haben wir ganz wichtig hier 30 Deathcore of Greed. Die haben einmal einen großen Blob, einmal einen 20-Mann-Blob, einmal einen 10-Mann-Blob. Das sind die Steel Legion-Modelle, aber sind halt auch Soldaten mit Gasmaske, was soll's. Die Panzerfaust-Raketenwerfer hier, das sind halt dann meine Melter. Man sieht leider an den Modellen, die haben schon alle ein bisschen Schaden genommen. Das ist so ein bisschen Chipping, das war ist kein Farbeffekt, die verlieren leider ihre Farbe recht schnell. Ich habe auch schon gehört, dass man die dann nochmal mit Glanzlack und Klarlack, ich habe sie sogar mit Klarlack, haben sie sogar schon gehabt, nochmal mehr Lack einsprühen muss. Ja, vielleicht muss man mal im Jahr nach bemalen, das ist halt dann so. Ja. Andere Charaktere habe ich: Ursula Creed, das Command Squad, wie gesagt. Dann einen, das ist der Anti-Psyker-Attentäter. Sollte irgendwas Psionisches kommen, ist der halt dann der Mann sozusagen, das, was auch immer darstellen soll. Dann ein Inquisitor.
einen Primaris Psioniker und einen Deathcore Marshal. Die haben jetzt verschiedene Kombo-Möglichkeiten. Und zwar habe ich. Ich kann ja, bevor die Schlacht beginnt, immer entscheiden, wie ich die zusammenbaue. Hätte ich jetzt was gehabt mit extrem viel Psionikern, zum Beispiel 1000 Sand oder Dämonen, hätte ich meinen Deathcore-Blob genommen, den Psioniker und den Inquisitor und den Psioniker zusammengenommen. Denn das ist der Inquisitor Greyfax, der gibt Anti-Psyker 4+. Heißt alles, auch wenn es Magnus ist, wird dann auch, wenn es nur ein Lasker ist, wird auf den Vierer verwundet. Was eine Menge Wunden bedeuten kann. Gut, dann safe oder alles. Die meisten wird er nicht, wird nicht töten, aber da war schon Potenzial, eine Menge Schaden am Psioniker anzurichten. Der Psyker gibt auch ein viel No Pain gegen psychische Attacken. Und da sind sie dann auch nochmal stabil, ein Stück besser geschützt sozusagen. Und der Inquisitor Anti-Psyker 4+ hat, den alle gibt, hat der Psioniker mit Devastating Wounds dann die auf 4+ und das kann halt schon wehtun. Vor allem, der kann eine ganze Menge Wunden austeilen, wenn er mit seinem gefährlichen Angriff ja, angreift. Und das wird dann die Anti-Psyker-Kombo, weil Psyker waren bei manchen Spielen halt recht. Die 1000 Suns habe ich jetzt bei jedem Turnier erlebt. Bei dem letzten zufällig interessanterweise nicht, aber kommen wir gleich noch drauf. Aber jede Einheit, die einen Psioniker in der Truppe ist auch die ganze Truppe psionisch. Das heißt, auch da kann man sich die Einheit ein bisschen verwundet. Ja, das ist so dann die Idee. So, was war jetzt die Strategie? Die Strategie ist, man schickt erstmal die ganzen Katashada vor. Im Normalfall sitzen 10 von denen auch in der Chimäre. Das heißt, die Chimäre scoutet auch vor. Die bildet mit den Sentinels so ein bisschen die erste Screening-Linie. Dann sind die Deathcore dran. Und dann, ich will auf keinen Fall, dass ihr Nahkämpfer an eine Panzer kommt. Die dritte Linie sind dann die Panzer. Und im Zweifel ist der Vanquisher, das ist eigentlich so erst ein Jagdpanzer, muss man sagen. Der soll im Zweifel auch lieber vorgehen und irgendwelche Nahkämpfer blocken, bevor die an meine Rogue Dawns kommen. Ist halt ein bisschen die Frage, wie die Kanone ist halt ein bisschen speziell, wenn der Gegner keine großen Fahrzeuge hat, dann bringt die halt gar nichts sozusagen. Das ist ein bisschen die Idee gewesen. So, hat das funktioniert? Ich habe drei Spiele gemacht. Das erste war gegen Death Guard, gegen World Eaters. Und das letzte war, das war lustig, gegen den, mit dem ich auch sonst immer spiele. Und genau die Liste habe ich in meinem Übungsspiel schon gemacht gegen Space Marines mit Iron Hand. Ich verwechsel die Iron Hands immer mit Iron Warrior, die Iron Hand und die Iron Hand Spearhand oder wie sich das nennt. So, gegen die Death Guard war ein ganz knappes Spiel, habe ganz knapp verloren, aber die hat nach den Typhus als Psioniker dabei. Und da war mein Anti-Psioniker-Trupp, hat sich da schon mal bewährt, das hat schon mal funktioniert. Ich habe dann ein paar Punkten verloren, also das war eigentlich, ich habe 5 Punkte oder wie, ich habe 5 Punkte gesagt, ja, das ist halt ein Pech, wenn man da einmal besser gewürfelt und einmal, ich glaube, wir haben feste Ziele gemacht, hätte einmal mein Charakter, den er töten wollte, weggerannt oder irgendwas, da hätte es vielleicht anders ausgegangen. Von daher, da gebe ich mir, das ist mir dann relativ, ja. Mein Ziel ist immer nicht alle Letzter zu sein, sozusagen. Das nächste Spiel war dann gegen World Eaters. Das war interessant, weil World Eaters hatte ich auch noch nicht. Death Guard hatte ich nur ganz am Anfang mal noch in der 9. Edition eins von den Einführungsspielen sozusagen gemacht. Und gegen die Balliske, die Death Guard haben jetzt so Death Shrouds. Da hat sich das ganz gut bewährt. Und der dachte jede Menge von diesen Rittern dabei, von diesen Brigands, Vanquish hat auch einen einfach, wenn man weggepustet mit einer Aktion. Der hatte W6 plus 6 Schaden und da war er, glaub, mit einem Schuss schon fast komplett kaputt. Und dann die Laserkanonen noch. Oder die Rogue Dawns, die haben da recht gut aufgeräumt mit so Fahrzeugen, da haben die keine Chance. Ja, Fahrzeuge und Monster World, die das hier einen Engron dabei, also jede Menge Kleinkram sozusagen. Und auch da, der Engron, der ist in 2 Runden weggepustet worden, hat dann 2 Sentinels gefressen gehabt oder zerfleischt und das war es dann auch. Und dann ganz schnell. Das Spiel habe ich dann sogar gewonnen, recht knapp. Wir haben zwar am Ende keine Zeit mehr gehabt und ausgezählt, wie es ausgehen muss. Das ausgegangen wäre, so das ist ein bisschen schade bei Turnieren. Er hat halt nur 3 Stunden Zeit, da geht schon ein bisschen Zeit fürs Aufbauen drauf. Das muss man sich klar machen, man sagt, ich will Turnier spielen und ich möchte damit, man hat wirklich gar keine Zeit, irgendwie groß was zu nachzugucken oder zu machen oder zu. Ein bisschen schade. Vielleicht sollte man die Spiele bei Turnieren ein bisschen kleiner dann machen oder ein bisschen auf mehr Zeit auf der anderen Seite. Jedes Spiel dauert eben schon 3 Stunden. Wie lange will ich es denn machen? Also eben, ist halt so. Letztes Spiel war dann jeder gegen Space Marines, wie gesagt, gegen die Liste, die ich auch trainiert hatte.
Das war auch ganz interessant, aber das habe ich deutlich verloren. Von daher, ja, ist halt so. Was ich da gesehen habe, ach, man kann ja mit den Deskort-Truppen in die Deckung stehen und dann noch Befehl geben, den Take-Cover-Befehl oder den Deckung-Befehl, haben den Dreier safe. Das hat schon, macht es schon recht überlebensfähig. Und selbst wenn jemand mit irgendwie Armor, panzerbrechenden Waffen kommt, der Psyker kann den vier ab einen unverwundbaren Rettungswurf, heißt glaube auf Deutsch, geben und dann, ja, dann mach mal 20 Infanteristen tot, mir so. Das ist schon, die können schon recht zäh sein. Das muss man sich echt, die können, und das sollen sie auch sein, die sollen nicht unbedingt groß Schaden machen, so, aber die sollen dann verhindern, dass jemand an meine Fahrzeuge dran kommt. Und es hat meistens relativ gut funktioniert. Oder was weiß ich jetzt, zum Beispiel bei den World Eater Spielen, da habe ich dann noch mit der Chimera einmal die World Eater gecharged, weil ich wusste, die konnten mit ihren Waffen mir eben viel Schaden anrichten. Aber die können dann draußen was anderes beschädigen oder die Panzer zum Beispiel angreifen, dass die schlechter treffen oder so. Von daher, ja, war ganz lustig. Kann ich ja nur empfehlen, den Verein. Das war in Worms, der Worms Hammer nannte sich das Turnier. Also wer aus der Region kommt, das kann ich nur empfehlen. Aber wie gesagt, Turnier, ich werde da vielleicht auch nochmal, wenn es Interesse besteht, gerne ein bisschen mehr drüber reden. Ist halt schon ein bisschen stressig, das muss man sich klar machen. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Nächstes Mal gibt's Gusto. Bis dahin. Tschüss.